Axel, du bist raus aus dem Team. Es ist meine Aufgabe, das stärkste Team des Landes aufzustellen. Für Axel ist kein Platz mehr in diesem Team. Das ist alles. Ich falle euch nur zur Last. Danke, Mark, für alles, was du für mich getan hast. Axel, ich weiß, du wirst zurückkommen. Ganz bestimmt. Axel! Kapitel 3. Der Star aus dem Norden. Ich weiß, wie er im Japanischen heißt, aber hier, ich weiß nicht, wie er hier heißt. Mal sehen. Axel, als wir noch dabei waren, uns vor dem Schock wegen Axels Abschied zu verholen, hielt Trainerin Linda Informationen über einen starken Stürmer, der gut ins Team passen würde. Und so machten wir uns auf den Weg zur Alpine Junior High in Hokkaido. In den Japanischen heißt er Fubuki und ich weiß nicht, wie hier heißt. Celia, hast du die Daten über diesen Stürmer parat? Ja, einen Moment. Sein Name ist Sean Frost. Okay, er scheint ein echter Stürmer zu sein. Er setzt eine Spezialtechnik namens ewiger Eiswind ein. Unglaublich, hier steht, er habe ganz allein 10 Tore in einem ganzen Spiel geschossen. 10! 10 Tore? Nur er allein? Man nennt ihn auch der magische Wind, Eiswind. Und es heißt, neben ihm wirke ein ausgewachsener Christelbär wie ein Teddy. Oha. Was? Wie ein Teddy? Ja, zumindest erzählt man sich das. Das sind doch bestimmt alles nur Gerüchte, oder? Leider habe ich hierzu keine Daten. Die Alpine Junior hat noch nie am Football Frontier teilgenommen. Also gibt es auch keine Aufzeichnung zu seiner tatsächlichen Spielstärke. Aber warum haben sie noch nie an der Football Frontier teilgenommen, wo sie doch so einen fantastischen Stürmer haben? Schwer zu sagen. Das Einzige, was ich an Daten über ihn habe, ist diese Foto. Was ist denn da geschlossen? Das Foto ist ja so verwackelt, dass man seine Sicht überhaupt nicht erkennen kann. Das liegt daran, dass es aufgenommen wurde, als Frost gegen Brahe seine Spezialtechnik für ewigen Eiswind eingesetzt hat. Hat sich dabei wohl zu schnell für die Kamera bewegt. Oder der Fotograf hat einfach miese Arbeit geleistet. Naja, wir werden es ja erst herausfinden, wenn wir ihn mit eigenen Augen sehen. Und Kevin hat irgendwas zu sagen? Die redet ja schon alle so, als hätten wir Axel bereits komplett vergessen. Die Stimmung im Team hat sich auf jeden Fall verändert, seit Axel nicht mehr dabei ist. Naja, Mark und Sharp scheinen Vertrauen in die Führungsqualität der neuen Trainerin zu haben. Aber Kevin nicht. Aber einige im Team sind nicht mit der Einstellung der Trainerin einverstanden. Selbst wenn die Gerüchte über Sean Frost wahr sind und er so ein hervorragender Stürmer ist, wie soll das Team gut spielen, wenn diese bedrückende Stimmung über uns alles hängt? Was macht ihr denn da alle so gut und so lange Gesichter? Oh, hallo Herr Veteran. Ich habe gerade im Radio gehört, dass Jimmy Storm immer mehr Schulen angreift und zerstört. In Zeiten wie diesen braucht das Team euch Mädels. Ihr müsst ihren Mut machen. Wenn sonst nichts hilft, um sie anzutreiben, könnt ihr euch ja vielleicht mehr als Cheerleader versuchen. Bitte ran. Wenn wir die Jungs anfallen, dann sicher nicht, indem wir uns lächerlich machen. Also wirklich. Na gut, der Bus ist jedenfalls bereit. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr nach Hokkaido aufbrechen wollt. Ich dachte, wir sind ganz auf dem Weg dahin, aber naja. Bringt mal wieder ran, Ja, okay. Info. Block. Okay, auf zur Alpine. Hoffentlich werden wir nicht allzu eisigen Wind empfangen. Victoria, Vanguard scheint ein Auge auf Mark geworfen zu haben. Was? Ich bin einfach süß. Pah! Dieser Kerl ist größer als ein Bär und ich dachte, ich sei groß. Okay. Da steht da abwerben. Okay.
Ich suche mir jetzt ein paar neue Spiele aus. Einkaufszentrum. Irgendwas mit der Kanaldeckel. Okay. Einkaufsviertel. Was für ein Einkaufsviertel? Wisst ihr was? Ich scheiß drauf. Ach, das ist nicht mehr. Das ist irgendwie scheiße. Ich will eigentlich neue Spieler haben, aber. Ich glaube, ich scheiße auf die ganzen Spieler, die jetzt, die hier sind. Ich werde die vom anderen Team abwerben, alle. Ich scheiße auf Stickmann. Oder wenn ihr meint, dass hier gute Spieler sind, dann sagt mir Bescheid, dann hole ich die vielleicht. Ja. Du? Oh nein. Hokkaido, komm. Alles aufgewahrt, wir sind gerade in Hokkaido angekommen. Super, wer zuerst draußen ist. Los, Mark, nicht so nah. Hey, wart auf mich. Also dafür, dass sie die Tochter des Premierministers ist, mangelt es ihr wirklich an guten Manieren. Ach, aber immerhin ist die Stimmung im Bus ihretwegen jetzt ein wenig besser geworden. Hey Mädels, worauf wartet ihr? Auf geht's! Schon gut, wir kommen ja schon. Ey, das ist doch mal eine geile Stadt. Oh, Truhe. Ich werde mir jetzt gleich mal Spaß haben und alles hier erkunden. Aber richtig. Oh, das ist also Hokkaido? Unglaublich, so viel Schnee habe ich im Leben noch nie gesehen. Wie hübsch. Ja, finde ich auch. Ist es kalt hier? Ich muss mal. Ihr Jungspunde seid noch voller Elan. Nach der langen Fahrt muss ich erst einmal ein Nickerchen machen. Alles klar, hört mal alle her. Die Alpine Junior befindet sich hier hinter dem Nordhang, der ist immer noch vollkommen schneebedeckt. Der Weg dahin ist ziemlich weit. Darum sollten wir erst einmal hier eine Zwischenstation erlegen. Oh, ich finde das eine hervorragende Idee. Warten Sie, Herr Veteran, ich gebe Ihnen einen meisterberühmten... Eine meiner berühmtesten Nackenmassagen und dann gleich Schwanzmassage, ist klar. Knet, knet, drück, so wird es gemacht. Ah, vielen Dank, das war genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Schlampe. toll, endlich machen wir eine Pause. Ja, machen wir eine Schneeüberschlacht. Wortzeit ist das hier. Hey, ihr seid nicht zum Herumalbern hier. Marc, was denkst du? Wie weit ist hier von hier noch zu Alpine Junior High ist? Wir sollten uns auch gut vorbereiten, bevor wir uns auf den Weg dorthin machen. Alles klar, schauen wir uns ein wenig herum. Ja, finde ich auch. Hey, Wasser. Und du?
Erstmal alles erkunden hier. Aha, ich wusste doch, dass irgendwas hier ist. Es wäre jetzt schon irgendwie merkwürdig, wenn das hier... What the fuck? Man kann auch hier? Ah, Truhe. Ballzauber. Deutschlandbomben sind so romantisch. Und wir sehen uns im nächsten Part, weil ich das bloß machen muss. Okay, erst doch. Es geht weiter. Ich hab noch 4 Minuten und ich musste nur kurz was machen. Meine Freundin wollte sich von den Bomben mit mir treffen, aber sie jetzt nur nicht auf mich verziehen. Ja, okay. Wow. Sieht ja nicht aus wie Wallzett nur in dünn. Irgendwie schon. Hier herrscht an jeden Tag eine Festtagsstimmung. Hätte weiß, dass es kaum jemand zu schätzen. Mein Freund ist noch nicht von Nordheim zurückgekehrt. Hoffentlich wurde er nicht vom Berg-Oger gefressen. Schaudrig. Spotwink. Irgendwie mag ich diese Stadt. Weil ich schon fast kein Film echt. Durchsetzen. Willst du mich verarschen? What the fuck? Ich bin zu schwach. Wieso schießt du das weg? Ah, okay. So. Geschafft. Ich muss dringend leveln. Es kann nicht so weitergehen. Nein, es kann nicht so weitergehen. Ich bin einfach zu schwach jetzt. Seid vorsichtig, ein Nordhang merkt euch den, Powerriegel war mir klar. Ist das nicht die Trainerin? Mit wem sie wohl gerade telefoniert? Es sieht so aus, als wollte sie das Gespräch geheim halten. Sollen wir sie jetzt verfolgen oder was? Pah, ich habe keine Zeit für Geheimniskrämerei. Was meint ihr? Können wir ihr überhaupt noch vertrauen, nachdem sie Axel aus dem Team geworfen hat? Naja, das war ja schon gemein von ihr, aber... War was? Lass gut sein, Kevin. Egal was wir sagen, damit bringen wir Axel auch nicht zurück. Und das gefällt dir doch, Schaf, nicht wahr? Nein, das gefällt mir nicht, aber wir können jetzt nichts weiter für Axel tun. Komm schon, ihr beiden, beruhigt euch mal. Axel kommt auf jeden Fall zurück, ich glaube fest an ihn. Ein Abschied nach dem Spiel hält schließlich auch nur bis zum nächsten Spielanstoß. Mark! Oh, mein Handy klingelt. Boyfriend! Hallo! Hallo, Herr Smith. Wie bitte? Der Heiliger Klimmer ist auf dem Weg nach Hokkaido? Alias kommt hierher? Ja, diese Information kommt direkt vom Secret Service. Ein Irrtum ist also ausgeschlossen. Ihr und das Team seid immer auf den... seid immer noch auf dem Weg zur Alpine Junior High, richtig? Ja, wir müssen noch den Ortang überqueren. Dann sind wir aber auch schon da. Ortang, der Name kommt mir bekannt vor. Ich glaube, da gab es vor ein paar Jahren einen Vorfall. Einen Vorfall? Ja, da kann ich mich aber nicht mehr daran genau erinnern, was passiert ist, aber ich schon. Wie dem auch sei, ich sollte euch auf jeden Fall von Lawinen hüten, wenn ihr da oben unterwegs seid. Ich melde mich wieder. Viel Erfolg. Und wir sehen uns beim nächsten Part.